Jetzt kommt ein Mann zu uns, der, ich glaube, der Gast ist, der, glaube ich, am häufigsten bei uns war. Auch eigentlich unser, also mit Sicherheit einer unserer liebsten Gäste. Und er ist mal wieder auf Tour, eine neue Tour mit einem neuen Titel. Darüber wird er uns jetzt ein wenig erzählen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den einzigartigen, wunderbaren, besten Entertainer der Welt. Hier ist Helge Schneider. Helge, wie geht's? Das ist doch deine klassische Uniform hier, oder? Ja, vor 20 Jahren habe ich mich selbst entdeckt. Und dieses Jahr soll das letzte Helge Schneider Jahr werden. Und ab da, danach heiße ich anders. Ach so, du machst aber weiter. Aber in veränderter Form. Okay, nämlich? Flüssig. Ausschließlich nur noch flüssig. Ja. Heute hast du hier Plateauschuhe an. Richtig, die habe ich vor ungefähr 40 Jahren gekauft am Bahnhof. Mit Stepp und Stepp, ab. Ja, unter, kann wie ich heißt kurz das? Mal zeigen, Stepp, das ist ein Geheimnis. Da. Hier kann man kurz zeigen, hier mit Stepp, Unterlegsohle, nicht Stahl. So. Ja, als Entertainer muss man auch steppen können, ist ja klar, ne? Das kann ich leider nicht. Barfuß bist du im Schuh seit neuestem oder was? Ich habe meine Socken vergessen. Ja, also privat bin ich oft barfuß, aber beruflich natürlich mit Socke. Aber ich habe sie vergessen, weil ich eben privat war noch und nun beruflich nicht. Ja, okay, was wir immer machen, nicht. Du bist wieder auf Tour, die neue Tour heißt wie? Farewell, Helge. Die neue Tour heißt, habe ich schon vergessen, Pretty Joe. So nenne ich mich. Pretty Joe? Ja, so habe ich mich kurz genannt und die Tour heißt so, es steht auf dem Plakat, Pretty Joe. Was immer das auch heißen mag. Okay. Ich hatte ja sonst Titel wie zum Beispiel Hier hast du eine Mark oder Plauze voll und so. Das wäre mir alles viel zu intelligent. Okay. Du bist jetzt wieder auf Tour, überall wahrscheinlich, wieder in den üblichen Lokalitäten, wo du... Ist mein Glas? Ja. Ja. Du warst schon so oft hier, wir haben uns eigentlich schon alles erzählt, Helge. Aber richtig, penetrant. Ja, du sehr oft hier gewesen. Du stehst aber noch nicht in unserem TV-Total-Freundebuch. Da kommen nur wirklich auserwählte Gäste rein. Wer denn? Wer ist denn da vorne drauf? Du und der Eltern? Ich und der Eltern, aber der Eltern und ich, besser gesagt. Mhm. Es sind du nur und deinen Eltern. Ja, es sind nur ganz wenige Leute mittlerweile hier in dem Buch, ne? Wirklich nur Größen des Entertainments. Ja. Es geht los mit David Garrett. Ist es nur David Garrett hier drin? H.P. Baxter von Scooter. Ja, kenn ich. Kennst du? Kenn ich. Und Nora Tschirner. Ja. Schauspielerin. Ja. Und jetzt kommst du. Da kommt nicht jeder rein. Sonst? Keiner? Da kommt, so, ja, vielleicht nach dir noch mal irgendjemand, aber nur Leute von... Format. Nur große Format, großformatige Entertainer. Genau. Wie, wie du. Wie ich? Wie du zum Beispiel. Hm. Dazu musst du jetzt ein paar Fragen beantworten, weil ich die hier rein. Okay. Ne? Okay. Name ist klar, ne? Helge. 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 So, Spitzname? Hast du einen Spitznamen? Ja. Iduscho. Ah, wo kommt das her? Das, weil damals war ich immer bei Iduscho. Ah, okay, verstehe. Geburtstag? 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 Ist das nicht geheim? 30.08.? Ah, okay. Nee. 55. Ah, okay. 55? Ja, 1955. Ja, ja. Sternzeichen? Jungfrau. Jungfrau, okay. Guck an. Interessiert dich sowas, Jungfrau? Jungfrau, Also so Sternzeichen? Ja. Nein, Sternzeichen, sicherlich. Ja. Interessiert mich sehr. Jungfrau, Widder, Stier, ne, Löwe, alles Tiere, also, ne? So. Ach ne, Jungfrau nicht, ich bin der Einzige. Nee. Und Zwillinge. Aber Zwillinge gibt es auch und bei Waage. Tieren in der Tierwelt. Ist ein Gegenstand auch. Waage ist auch ein Gegenstand, ja. Waage ist langweilig, ne? Ich bin Waage. Ja, ist ja langweilig. Nee, ist eigentlich sehr interessant. Ne? Also mit langweilig meine ich immer das Gegenteil. Ah, okay. Geburtsort?
Mülheim an der Ruhr. Mülheim an der Ruhr. Okay. So, Haarfarbe, so jetzt. Ja, rot, nicht? Kastanienbraun. Rot. Augenfarbe? Grünbraun. Grünbraun. Besondere Kennzeichen? Keine. Nicht irgendwo eine Narbe? Doch, oder? Narbe. Okay. Narbe unterm linken Auge und überm linken Auge. Ist wahr. Wovon? Ist mal rausgefallen. Ne, ehrlich. Vom kleinen Unfall. Roller, mit dem Roller. Ne? Das Auge ist rausgefallen. Erstmal mit dem Roller. Nee, ist nicht rausgefallen. Und dann ist mir ein Flugzeug reingeflogen. Als Kind, da war ich, glaube ich, 6 Jahre. Kam gerade in die Schule. Ja, okay. So ein Flugzeug mit so einer Fletsche, weißt du? Ach so. Das war so groß, ne? Mit vorne so einer Eisenspitze. Dann ist hier drunter. Ich habe Glück gehabt. Okay. Wo bei Schule waren gerade? Lieblingsfächer? Latein. Physik. Griechisch. Sprichst du noch eine dieser... Fließend? Dieser alten Sprachen? Ja. Latein. Was kannst du sagen in Latein? Tablette. Ach ne, ist nicht Latein. Aber ist viel in der Medizin wird viel Latein gesprochen. Ah, okay. Und auch im Blumengeschäft. Ja, Blumengeschäft auch, okay. Gummibaum, Ficus. Mein Lieblingsberuf. Deiner oder meiner? Deiner. Mein Lieblingsberuf, Schlosser. Schlosser? Hast du eine Lieblingszahl? Ja. Ja. 4. Ja. Warum? Ja, wegen Flamingo. Die Beine. Ne? Flamingo. Ach, ja? Wenn der so steht, dann sieht es aus wie eine 4. Ja. Ach, guck mal, du denkst ja was dabei. Gar nicht schlecht. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, du machst nur Quatsch. Nein, nein, ja? Ich mach nie Quatsch. Lieblingsfarbe? Hast du eine Lieblingsfarbe? Ocker. Lieblingsfilm? Ja. Zu heiß gebadet. Mit Jerry Lewis. Okay. Das gibt's. Der Anfang. Der Anfang ist unglaublich. Okay. Was passiert da? Ja, och, kann ich gar nicht erklären. Ja. Der Ruf, der schreit in Originalsprache, ist noch besser wie übersetzt. Ja. Der rennt so durchs Universitätsgelände und schreit Mama. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ma! So? Ma! Weil er irgendwie hat einen Abschluss gemacht. Nicht? So. War jetzt zu laut, ne? Lieblingsserie? Serie Columbo. Ganz Columbo, klar. Okay. Aber es gibt noch andere, zum Beispiel Dezernat M. Columbo, den habe ich mal kennengelernt. Ja? Ja, neben dem saß ich mal. Peter Falk. War das Peter Falk? Ja, bei Wetten, das auf der Couch. Ja, und was hat er gesagt? Also es war so, hier saß ich, also da auf der Couch, das ist, dann saß neben mir Peter Falk, also Columbo, und auf der anderen Seite Brigitte Mira, eine Schauspielerin, damals sehr alt, ich weiß nicht, ob sie noch lebt mittlerweile. Ja, nee, lebt nicht mehr. Gott habe sie... Selig. Ja. Und die wollte immer mit Peter Columbo sprechen, aber sie sprach kein Englisch. Ah, und du musstest übersetzen? Ja, genau, ich musste immer übersetzen. Mhm. Deswegen konnte ich in der Wollen Sendung... Sie mich nicht mal besuchen? Won't you me sometime visit? Ja. Aber das so Lustigste war tatsächlich, Brigitte Mira hat ja in diesem Klassiker-Streifen, in diesem Fassbender-Film, was ist das Fassbender? Angst, Essen, Seele auch mitgespielt. Der Film hieß wirklich so Angst, Essen, Seele auf. Da hat Brigitte Mira mitgespielt. Und dieser von der Kritik hochgelobte Film, es war ihr sehr wichtig, Peter Falk mitzuteilen, dass sie in diesem Film mitspielte. Aha. Und sagte mir, ich solle Peter Falk sagen, dass sie in Angst, Essen, Seele auf mitgespielt hat. So, und dann habe ich Peter Falk gesagt, dass sie mitgespielt hat in Fear Eats Soul. Ah. So habe ich es übersetzt. Ich weiß aber nicht, bei ihm unten der hat mich ganz komisch angeguckt. Ja. Ja. Der hat so das nicht verstanden. Ja, das diese Anekdote das zu Columbo, aber da muss man auch dabei gewesen sein, glaube ich, da war es noch besser. Ja. Lieblingslied? Dein Lieblingslied. Liebstes Lied aller Zeiten. Die weißen Tauben von Hans Hartz. Ernsthaft? Die weißen Tauben sind müde, ne? So heißt das, glaube ich. Die weißen Tauben fliegen nicht mehr. Genau. Weißen Tauben sind müde, schreibe ich mal dahin. Mike Krüger hat da auch noch mal eine Coverversion von gemacht. Ja. Da hieß es aber, die weißen Tauben sind Möwe. Das ist lustig, oder? Ja, das war lustig, ne? So, Lieblingstier?
Alpaka. Alpaka. Dann schreibt man das denn mit C, ne, glaube ich. A-L-P-A-C-A oder mit K? Nee, nee, mit K. Alpaka. Mit K, bist du sicher? Ja, richtig, Paka. Ja. Ein Tier aus Südamerika. Ja, richtig. Südamerika, ein Andenwesen. Andenwesen. Dem Lama ähnliches Peru. Tier. Ja. Das nehme ich mit auf eine einsame Insel. Sack Kartoffeln. Okay, Sack Kartoffeln. Eine Gießkanne. Eine Gießkanne, wofür? Ja, um die zu gießen. Ach so. Ja, ja, okay. Ein paar esse ich, ein paar tue ich in der Erde. Gute Idee. Ja? Das wünsche ich mir von einer Fee. Von einer Fee? Ja. Ja, och, was soll ich mir von einer Fee noch wünschen? lass mal überlegen. Ja, dass ich 60 Meter tief tauchen kann, ohne Luft zu holen. Okay. Ich mach's kurz. Das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Kommt noch vielleicht. Kommt noch, okay. Kommt noch. Das kann ich besonders gut. Häkeln. Häkeln. Das kann ich gar nicht. Was kann ich gar nicht? Was kann ich gar nicht halten? Also Torwart. Halten. Okay. Und jetzt letzte Frage. Das mag ich so an dir. An dir? Ja. Ich mag deine Ausstrahlung sehr an dir. So, Ausstrahlung. Ja, toll. Ja. Warum hast du das Saxophon mitgebracht? Ich wollte etwas Musik machen. Ich dachte, Musik im Fernsehen gibt es ganz selten. Okay. Seitdem die Musik so, im Fernsehen Foto. Nicht mehr so ist, sondern mehr im Radio. Ja, okay. Was spielst du? Ich spiele mit Wolfgang Dahlheimer, der vorne am Piano. Was ist das denn jetzt hier? Das ist eine Kamera. Ich muss auch ein Foto machen. Ja, ist gut. Für das Freundebuch. Mhm. Nee, wir spielen etwas, was ein bisschen Musik, was dich vielleicht... Ja, also schon. Diese modernen Dinger, weißt du? Wir spielen für dich ein Lied und auch natürlich für die Zuschauer. Ja. Auch hier, für die Zuschauer hier und für die Zuschauer in Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Holland, Dänemark, Polen und überall, wo dieser Sender ist. Bitte, los geht's. Wolfgang, bitte. Nochmal, Wolfgang. Nochmal. Was ist das denn hier? Moment. Da ist was nicht in Ordnung. Na. Ah, fang noch mal an. Thank you.
Die es nicht erkannt haben. Helge Schneider! So, wir haben ein kleines bisschen Werbung. Gleich bei uns die Sandkünstlerin Aljona Wojnova. Bleiben Sie dran!